Rommels! Oh mein Gott! Zwei Platzverweise in einem Spiel. Der 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat angefangen, denn im Signal Iduna Park vor 81.000 Zuschauern trifft heute der BVB gegen den Sportclub aus Freiburg. Wie ihr gerade schon gehört habt, wird das Stadion vor über 80.000 Leuten ausverkauft sein, denn der BVB hat einfach unfassbar kranke Fans. Man sieht es ja allein hier vor über 20.000 Leuten. Heute trifft einfach mal der Vierte in der Fußball-Bundesliga auf den Fünften, Leute. Es wird ein unfassbar krasses Spitzenspiel. Wenn man zur Bilanz der beiden Mannschaften kommt, müsste der BVB auf jeden Fall klar gewinnen, denn auf dem Papier sind sie auf jeden Fall der klare Favorit. Wie man gerade sieht, sie haben einfach alle Spiele in der letzten Zeit gewonnen. Denn das letzte Spiel konnte der SC Freiburg in Dortmund vor über 20 Jahren zuletzt gewinnen. Und zwar 2001, meine Freunde. Dort haben sie einfach mit 2:0 gewonnen gehabt. Also schon sehr lange her und da kommt es auf jeden Fall auch auf den Support der Freiburg-Fans an. So, Freunde, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem Stadion. Leute, Borussia Dortmund gegen Freiburg. Es wird sehr nice, Leute. Ich bin schon ein bisschen spät dran. Wir müssen jetzt ganz schnell reingehen. Und sehen wir uns gleich im Stadion. Leute, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Kostenlos Abo. Hier sind so die Sicherheitskontrollen. Let's go. Wir gehen da jetzt rein. So, Leute, wir sind drin im Stadion. Sehr, sehr nice. Wir müssen da runter. So, Leute, hier ist unser Platz. Sehr nice Choreo von den Freiburgern. Ich kann auch sagen, die Tür da drüben auch echt krass. 20.000 Stehplätze. Das Spiel geht gleich los. Das Spiel beginnt. Freiburg spielt von links. Fans von Freiburg sitzen direkt hier. Jetzt erste Chance Dortmund. Oh. Jetzt Chance Dortmund. Oh, Ecke. Die erste Ecke im Spiel, vierte Minute. Oh, rein. Oh. Erste gelbe Karte für Dortmund. Dortmund Vorwärtsgang. Das ist so laut hier, also wirklich. 13. Minute, Freistoß für Dortmund. Argue Position. Das ist kurz, Nachschuss. Das Eckenverhältnis beträgt 3:0, jetzt aber an der Ecke Dortmund. Ich muss sagen, die ersten 13 Minuten Freiburg hat noch keine gute Chance gehabt. Vielleicht jetzt mal eine gute Chance im Tor. Ah, schade. Jetzt Ecke von Julian Brandt. Komm. Ah, schade. Wieder Dortmund, Handspiel wegreklamiert. Wie gesagt, war nichts. Weiter geht's. Sehr gut durchgesteckt bei der Ball. Oh. 16. Minute, Gelb-Rot für Freiburg. Der hat da drüben Gelb gekriegt vor einer Minute und da Gelb-Rot. Und anschließender Freistoß. Die sind über 70 Minuten jetzt in Unterzahl. Da geht er jetzt duschen. Da hat er seiner Mannschaft wirklich einen Bärendienst erwiesen. Gucken, was jetzt anschließend Freistoß ergibt. Oh. Freiburg nach 17 Minuten nur noch zu 10. Und Dortmund spielt die ganze Zeit noch ein Tor. Aber die Jungs supporten hier. Sehr gut gemacht. Oh. Kommen wir jetzt eine schöne Flanke rein. Gegen 2, setzt er sich durch. Und Elfmeter, aber es war keiner. Die Frage ist auch, wie wird Freiburg jetzt darauf reagieren, dass sie nur noch Unterzahl sind. Also man muss sagen, die ersten 23 Minuten Dortmund wirklich viel überlegender, keine Chance für Freiburg in der ersten 20 Minuten. Oh. Ja, das war eine super Flanke, aber schade. Der ist noch heiß. Marco Reus stand jetzt, der Spieler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen hier auf dem Platz. Und jetzt anschließend der Freistoß. Alter Schwede, war das knapp, ey. Der war richtig gut, der Schuss. 5:0 Eckenverhältnis. Oh. Tor! 1:0! Sehr schön. Man muss sagen, dieses 1:0 ist komplett in Ordnung. 1:0 für Dortmund. Sehr schönes Tor gewesen. So kann es weitergehen. Was für eine Story, er hat einfach gegen seinen Ex-Club getroffen. Sehr nice, gönn ich dem Jungen auf jeden Fall. Wir haben die Jungs von Freiburg sich gerade warm gemacht. Aber jetzt gleich mal. Die erste Chance. Ja, sehr stark. Alles freigegeben. Jetzt aber. Rand. Oh. Der ist noch. Sehr schön gesehen von Süle. Ecke.
Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, war die gelb-rote Karte berechtigt oder sagt ihr so, das war übertrieben? Kurz ausgeführt die Ecke, 7:0 Eckenverhältnis. Boah, wie frei der da ist. Ich muss sagen, der Support der Freiburger, der ist schon ordentlich. Sehr gut gesehen. Reus, Ecke. Eckenverhältnis 8:0, 39. Minute. Jetzt vielleicht mal. Chanceverhältnis übrigens 8:1 für Dortmund. 2 Minuten noch, dann ist die reguläre Halbzeit. 1:0 Führung geht komplett in Ordnung bis jetzt. Freiburg Vorwärtsgang. Gibt das was hier? Oh! 1:1. Jetzt ist hier richtig Stimmung. Junge, Junge, Junge. Das ist so eigentlich unverdient. Zweite Torchance im ganzen Spiel. Tor. 45. Minute, 1:1. Halbzeit, 1:1. Leute, krasses Spiel bis jetzt, 1:1. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der zweiten Halbzeit. Lasst ein Fett noch oben da, kostenlos Abo schon mal. Schönes Ding. 2:1, Dortmund. Das Ding ist verdient auf jeden Fall. Direkt nach der Halbzeit sauber. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Mit 73 km/h hat der Ball dort hinten eingeschlagen. Wieder dort im Vorwärtsgang. Heiliges Ding, was war das für eine Riesenchance gerade schon wieder? Reservespieler, aber es geht weiter. Ist noch heiß. Tor! 3:1. Jetzt wird's ganz, ganz bitter hier. Junge, 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 Junge. 2 Minuten, 2 Tore. Guckt euch das mal an. 20.000 Leute springen. Oh mein Gott. Was ein Ding, Alter. Volltreffer. Hat der die Pille abgekriegt. 11:0 Eckverhältnis. Jetzt muss Freiburg langsam aufpassen, dass das hier kein Debakel wird. Und der Express, der rollt schon wieder. Foul! Nächster Karton. Die Lawine rollt schon wieder. Oh, sehr gut Technik. Rubbels! Jetzt mal Freiburg, oder? Ah, ich glaube, der war noch drin, ne? Das sind die Neuen, die drin sind bei Dortmund. Oh! Paul! Pille ist freigegeben. Abgefälscht. Oh, jetzt Süle! Jetzt aber Brandt. Tor! Bei dem nochmal, da hat man nicht. Viel zu viel Platz gelassen. Und so steht es 4:1. Eckenverhältnis 12:0. Und das ist der 5. in der Bundesliga. Dortmund. Also die spielen echt Schach mit Freiburg. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Das ist unglaublich, wie schlecht die Freiburger sind. Da kriegt der nächste die Karte, der Trainer. Gelb, rot. 2 Platzverweise in einem Spiel. Ciao. Nächste Chance. Riesenchance. Dass das hier nur 4:1 steht, ist echt ein Weltwunder. Die spielen wie ein Kreisligist. Tor. Nächstes Ding, 5:1. Unglaublich. Also man kann nur sagen, die Freiburger tun mir so leid. Der BVB ist so stark, sie sind einfach so schlecht. Sauber. 5:1, Leute. Man muss auch mal sagen, steht hier 5:1 und die feiern, als wären sie deutscher Meister. Der Support der Freiburger ist echt krass. Also bei dem Stand feiern die noch so. Die 90. Minute ist angebrochen und Dortmund drückt auf das 6. Und das Spiel ist vorbei. Dortmund hat Freiburg mit 1:5 aus dem Stadion geschossen. Wir bedanken die Freiburger sich noch bei ihren Fans. Also man muss sagen, die Leistung war echt katastrophal, die sie abgeliefert haben. Abschließend möchte ich noch ein paar Worte zu den Freiburg-Fans sagen.
Der Support über das ganze Spiel war sehr, sehr stark von denen. Also wirklich, Freunde, und damit würde ich sagen, das war's mit diesem Stadion-Vlog. Wenn er euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da, kostenlos Abo. Schreibt mir gerne unten Kommentare, welches Spiel soll ich zunächst besuchen. Wir sehen uns morgen in einem neuen Video, und zwar Wolfsburg gegen den FC Bayern. Da bin ich auch im Stadion, Leute. Ich würde sagen, das war's. Dankeschön, Leute. Ciao, Kakaos und Tschüss.